Hallo und herzlich willkommen zu diesem Sound-Grundlagen-Video. In dieser Folge lernst du Noten, Skalen und Tonarten kennen. Aber legen wir doch einfach mal los. So, wenn man zum ersten Mal vor so einer Klaviatur sitzt oder vor so einem Tasteninstrument, das meistens noch wesentlich breiter ist als nur das hier, dann ist man erstmal vielleicht etwas überwältigt. Aber im Endeffekt ist das alles komplett einfach, weil alles aufeinander so ein bisschen aufbaut. Und alles, was man braucht, sieht man hier auch tatsächlich. Und zwar sieht man hier schon an dieser kleinen Tastatur. Das ist eine 2-Oktaven-Tastatur. Wie man da hinkommt, erkläre ich gleich mal. Sieht man ein gewisses Muster. Wenn man zum Beispiel die schwarzen Tasten beobachtet, das heißt, man hat hier 2 schwarze Tasten, hier 3 schwarze Tasten, dann hat man hier wieder 2 schwarze Tasten und hier wieder 3 schwarze Tasten. Das heißt, hier ist ein Muster. Ich habe immer so ein Muster von 2 und 3 schwarzen Tasten und wieder 2 und 3 schwarzen Tasten. Das heißt, ich kann hier das schon mal aufteilen. Und weil ich gerade eben gesagt habe, das sind 2 Oktaven, weiß man schon, okay, in der Mitte hier muss es ungefähr die Grenze sein. Das heißt, hier habe ich die eine Oktave und hier habe ich die andere Oktave. So, wie sich das zusammensetzt, komme ich auch gleich nochmal dazu. Wenn man jetzt nur mal hier so eine Seite betrachtet, also so ein Muster hier, das bei einer größeren Klaviatur natürlich öfters auftritt, und dann sehe ich, ich habe hier verschiedenste Tasten. Oder nehmen wir vielleicht das hier. Hier fängt ja schon das nächste an. So, und dann habe ich verschiedenfarbige Tasten, weiße und schwarze Tasten. Wenn ich die jetzt einfach mal durchzähle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Das wäre ja schon wieder das nächste Muster. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Und hier fiege dann schon mal das nächste Muster wieder an. Aber hier ist das Keyboard zu Ende und deshalb gibt es auch keine weiteren Tasten. So. Das heißt, in einem Muster habe ich 12 Tasten. Diese 12 Tasten nennt man Halbtöne. Das heißt, wenn ich von einer Taste zur nächsten gehe, von einem Ton zum nächsten, ist das ein Halbton. Zum nächsten wieder ein Halbton, 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 Halbton. Und das nächste Muster beginnt hier auch ein Halbton. So, also wir haben verschiedene Muster und jedes dieser Muster hat 12 Halbtöne, bestehend aus weißen und aus schwarzen Tasten, die unterschiedlich hier angeordnet sind, beziehungsweise innerhalb der Mustern immer exakt gleich angeordnet sind. So, diese Muster, und ich habe ja vorhin gesagt, das ist ein 2-Oktaven-Keyboard. Sind von der Tonhöhe immer unterschiedlich. Ob ich jetzt hier am Anfang dieser Oktave hier drücke oder hier unten oder hier oben, hört man schon, das sind Tonhöhenunterschiede. So, bei so einem Muster gibt es eine Besonderheit, nämlich alles fängt mit dieser Taste hier an. Also das ist das Beginn des Musters, das kann man sich dann schön merken. Hier sind die 2 schwarzen Tasten, links davon beginnt das Muster. Und hier oben rechts neben der schwarzen Taste endet das Muster quasi. Das heißt, wenn ich anfange hier zu zählen, diese Taste hier, die heißt C. Und jetzt kommen wir schon zu den Tonarten. Bespreche ich hier 2. Das eine ist die Dur-Tonart und das andere ist die Moll-Tonart. Die Dur-Tonart, sagt man immer, die klingt so ein bisschen fröhlicher, heller. Und die Moll-Tonart, die klingt immer so ein bisschen dunkler, trauriger. So, und wir fangen jetzt hier einfach mit der C-Dur-Tonart an. Und das Schöne oder das Besondere an dieser C-Dur-Tonart ist, innerhalb dieser 12 Halbtöne ist eine Tonart immer eine Untermenge von Tönen, eine Unterauswahl von Tönen. Und diese Töne haben immer so das gleiche Muster. Und bei der C-Dur-Tonart habe ich den ganz großen Vorteil, von diesen 12 Tönen, die bestehend aus entweder weißen oder schwarzen Tasten ist, habe ich bei der C-Dur-Tonart nur die weißen Tasten. Das heißt, von diesen 12 Tasten bleiben
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 übrig. Das heißt, eine Tonart hat nur 7 Töne von 12 Halbtönen insgesamt. So, und das heißt, wenn ich die jetzt einfach mal durchspiele und hier bei dem C anfange, die komplette Tonart. 7 Töne. Und die Oktave, deshalb Oktave 8, wäre dann der Anfang der nächsten Oktave halt. Wäre das hier. Und hier wäre das nächste. So, also, wir haben gelernt 12 Tasten, 12 Halbtöne. Hier fängt das C an und eine Tonart ist eine kleinere Menge als diese 12 Halbtöne und bestehend immer aus 7 Tasten oder 7 Töne, die in jeder Tonart, zum Beispiel wie Dur, gleich angeordnet sind. So, das heißt, wenn ich jetzt hier von C-Dur alle weißen Tasten hier spiele, ist das eine Skala, eine Tonleiter. Das ist eine Tonleiter, wenn ich die einfach nacheinander spiele. Und die Oktave. So. Jetzt hat das mit der Klaviatur oder mit den Noten eine Besonderheit. Und zwar hat man sich irgendwann mal darauf geeinigt, dass die Note A, die hier drin vorkommt, dass die einer bestimmten Frequenz entspricht, weil zuvor war das so, dass die Note A unterschiedliche Frequenzen bzw. die Tonleitern unterschiedlich gestimmt waren. Das heißt, wenn unterschiedliche Instrumente zusammen gespielt haben, konnte sich das unter Umständen relativ schräg anhören, weil alle anders gestimmt waren. Und irgendwann hat man gesagt, okay, man möchte sich auf einen Kammerton A einigen, der bei 440 Hertz liegt. Und die Note A ist diese Taste hier, entweder hier oder hier. Das heißt, die weiße Taste zwischen den oberen beiden schwarzen Tasten. Das ist wichtig zu wissen, weil, und jetzt kommt man zu der nächsten Sache, A ist eigentlich der Beginn, von wo aus diese ganze Stimmung gestartet wird. Und man kann von diesem A jetzt hochzählen und jetzt gibt es eine kleine Besonderheit, denn in Deutschland ist die Taste, die rechts neben dem H liegt, wird H wie Heinrich genannt. International heißt diese Taste B. So, das sollte man einfach im Hinterkopf behalten, dass im Deutschen diese Taste ein H wie Heinrich ist. Ich beschränke mich jetzt aber oder erweitere, je nachdem wie man das sehen will, darauf, dass ich die internationale Bezeichnung benutze, nämlich B. Und das seht ihr gleich, warum ich das mache, weil nämlich alle Noten hier haben einen bestimmten Buchstaben. Und wenn ich die internationale Bezeichnung für diese Taste hier nehme, also eine rechts von der A-Taste und links von der C-Taste, dann passiert nämlich Folgendes. Das ist das A, das ist das B, das ist das C, D, E, F, G. Und dann fängt hier wieder A an. B, C. Das heißt, ich muss mir einfach nur diese Taste raussuchen und dann das Alphabet hochzählen. A, B, C, D, E, F, G. Und dann fängt es wieder von vorne an. A, B, C und so weiter. Und genauso von hier unten dann auch. Und da ich hier mit einem C anfange, muss ich halt C, D, E, F, G. A, B, C, D, E, F, G. A, B, C. Das heißt, ich muss mir einfach nur das Alphabet merken, was ich vermutlich eh auswendig kann, muss mir die richtigen Tasten suchen. Ich kann ja hingehen und sagen, okay, das ist mein Muster von den 12 Halbtönen. Die Taste hier unten ist das C, das finde ich sofort. Und hier unten ist das A und das kriege ich sogar raus, indem ich überhaupt gar nicht weiß, welche Taste war das ja nochmal. Ich muss einfach nur C, B, A runterzählen. Dann habe ich schon das A hier. So.
Das heißt, wir wissen jetzt, wie all diese Noten hier heißen. Und die schwarzen Noten, da kann man andermal auch nochmal so, oder kommen wir gleich vielleicht auch mal noch dazu. Aber zuvor will ich noch was anderes machen. Und zwar habe ich gesagt, wir haben ja, wenn wir hier von dem C anfangen, haben wir C-Dur und dann werden nur die weißen Tasten gespielt. Die schwarzen sind in dieser Tonart, also in dieser Untermenge von diesen 12 Tönen, nicht vorhanden. Und wenn ich mir jetzt mal angucke, in welchen Abständen die Tasten sind, ne, ich habe ja immer weiße und schwarze Tasten, und mir dann mal raussuche und sage, okay, ich fange hier mit einem C an. Die nächste Note hier, ich spiele nochmal die Tonleiter von C-Dur. Und die Oktave. So, also ich fange hier an. Die nächste Note wäre diese hier. Aber ich habe ja dazwischen noch einen Halbton. Das heißt, ich muss einen Halbton hoch, noch einen Halbton hoch. Macht einen Ganzton. Das heißt, von hier nach hier, ein Ganzton. Die nächste Note wäre die hier. Das heißt, von hier nach hier, wieder ein Halbton, noch ein Halbton, ist auch wieder ein Ganzton. Die nächste Note wäre die hier. Das heißt, von hier nach hier habe ich nur einen Halbton. Und so weiter. Geht wieder ein Ganzton, wieder ein Ganzton, wieder ein Ganzton. Und zur Oktave wäre es wieder ein Halbton. So, wenn ich jetzt statt Ganzton und Halbton einfach G und H sage, dann kommt Folgendes. G, G, H, G, 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 Oktave H. Und wenn ich das jetzt hier einfach mal aufschreibe, G, G, H, G, G, G und dann die Oktave wäre ein H. So, und da kann ich mir jetzt auch nochmal einen Merksatz überlegen. Zum Beispiel, graue Gänse haben gelegentlich gute Gedanken und dann das H halt oder irgendwie sowas in der Richtung. Also graue Gänse haben gelegentlich gute Gedanken. So, und das ist jetzt mein C-Dur. Und es gibt natürlich auch ein E-Dur, ein D-Dur, ein E-Dur, ein F-Dur, ein G-Dur, ein A-Dur und ein B-Dur gibt es auch. Und auch über die schwarzen Tasten. Und wenn ich zum Beispiel jetzt hier die schwarzen Tasten angucke, habe ich hier das C und einen Halbton höher, die Taste über dem C, rechts von dem C, ist das Cis. Das heißt, ich gehe einen Halbton hoch und ein Halbton hoch wird immer mit einem Is oder meistens mit einem Is erweitert. Also Cis, bei dem D der nächste ist Dis. Hier habe ich E und F, da gibt es keine dazwischen. Die nächste schwarze Taste über dem F, ihr werdet jetzt erraten, ist das Fis. Bei dem G, die schwarze Taste, ist das Gis. Und die schwarze Taste rechts über dem A ist das Ais. Und dann habe ich wieder keine schwarze Taste dazwischen. Das ist bei dem G-Dur. So, und jetzt habe ich ja gerade gesagt, ich habe ein bestimmtes Schema bei Dur, nämlich dieses G, G, H, G, G, G und dann H. Graue Gänse haben gelegentlich gute Gedanken. Und das kann ich bei dem C-Dur hier anwenden. Will ich aber jetzt zum Beispiel ein A-Dur spielen, kann ich das ganz einfach machen. Ich fange hier mit dem A an und sage, okay, beim A-Dur, was ist die nächste weiße oder was ist die nächste Taste in einen Ganzton? Also gehe ich, spiele ich das A, Ganzton. Dann das nächste ist wieder ein Ganzton, das heißt 1, 2. Das nächste ist ein Halbton. Dann wieder einen Ganzton. Dann wieder einen Ganzton. Dann wieder einen Ganzton. Und wieder einen Halbton. Das ist ein A-Dur. Mach das nochmal. Hier fange ich an. Ganzton. Ganzton. Halbton. Ganzton. 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 Und die Oktave. Halbton. Das ist das Schema, was ich bei Dur habe normalerweise. Und das kann ich mit, ich kann hier mit anfangen. Mit dem A-Is zum Beispiel.
fange ich an. Das ist mein Grundton. Der erste Ton. Dann muss ich einen Ganztonschritt machen. Dann nochmal einen Ganztonschritt. Dann einen Halbtonschritt. Dann einen Ganztonschritt. Nochmal einen Ganztonschritt. Nochmal einen Ganztonschritt. Und einen Halbtonschritt. Dann bin ich wieder hier. Das kann ich mit jeder Taste durchmachen. Und wenn ich mal dieses GGH, GGGH vergesse, dann gehe ich einfach hier wieder auf das C und kann mir das wieder herleiten. So, und C, nächste Ton, weil hier sind nur die weißen Buchstaben. Okay, einen Ganzton, einen Ganzton, einen halben Ton, einen Ganzton, einen Ganzton, einen Ganzton und dann wieder einen Halbton. Okay, so geht das nochmal. Dann nehme ich mir jetzt hier einen GIS. Okay, ich fange hier an. Ein Ganzton, ein Ganzton, ein Halbton, ein Ganzton, ein Ganzton und ein Ganzton und ein Halbton. So, und so kann ich mir das immer herleiten, egal ob ich mir die Formel merken kann oder eben auch nicht. Wenn ich sie mir merken muss, muss ich dann die erst halt nicht nochmal herleiten, sondern hab die halt dann gleich. Das ist alles zu den Dur-Tonarten. Das heißt, wenn ich mir das hier merke, wo fängt es mit dem C an, dann weiß ich auch, wie alle anderen Dur-Tonarten sich herleiten lassen. So. Und jetzt kommen wir zu den Molltonarten. Und da gibt es eine Molltonart, die ist nämlich auch total super. Das ist A-Moll, weil A-Moll hat auch nur weiße Tasten. So, und jetzt könnte man natürlich sagen, naja, aber C-Dur hat doch schon alle weißen Tasten. Warum hat jetzt A-Moll alle weiße Tasten? A-Moll hat deshalb alle weißen Tasten, weil ich einfach mit einer anderen Taste anfange zu spielen. Wenn man sich das einfach mal so im direkten Vergleich eine komplette Oktave anhört. So hört sich C-Dur an und A-Moll hört sich so an. Alleine durch den Umstand, dass ich mit einer anderen Note beginne, hört sich die Tonleiter anders an. Ich spiele es nochmal. Und jetzt die Molltonleiter, A-Molltonleiter. So. Das heißt, ich habe hier eine Schablone mit der C-Dur-Tonleiter und ich habe eine Schablone mit der A-Mollleiter. So. Und ich weiß, A-Moll hat auch wieder alle weißen Tasten und jetzt kann ich mir die Schablone wieder herleiten. Kann sagen, okay. Das ist mein erster Ton. Der nächste Ton ist der hier, also Halbton, Halbton, macht einen Ganzton. So. Dann der nächste Ton ist wieder die weiße Taste. Das ist nur ein Halbton, also ein Halbton. So, die nächste Taste muss ich wieder über einen Halbton drüber. Das heißt, ich habe hier wieder einen Ganzton. Die nächste Taste wieder im Halbton mit dazu. Das heißt, ich habe wieder einen Ganzton. Die nächste Taste ist nichts dazwischen, das heißt, ich habe nur einen Halbton. Und die nächste Taste ist wieder ein Halbton plus ein Halbton, ist wieder ein Ganzton. Und die nächste Taste zum A ist wieder ein Ganzton für die Oktave. Ups. So. Das heißt, das ist die Schablone für ein Moll von dem A angehend. So, wenn ich das A, ich mache das nochmal, das A hier nehme. Der erste ist ein Ganzton, der zweite ist ein Halbton, der dritte ist ein Ganzton, der vierte ist ein Ganzton, dann kommt wieder ein Halbton. Dann kommt wieder ein Ganzton und auf die Oktave hoch wieder ein Ganzton. Das heißt, ich habe ja eine Schablone von G, H, G, G, H, G und die Oktave ist ein G. Und da könnte man sich zum Beispiel merken,
Große Hunde genießen gemeinsam haarige Grütze oder gelegentlich haarige Große Hunde genießen gelegentlich haarige Grütze gemeinsam. So rum wird ein Schuh draus. Kann man sich so merken? Man kann sich auch die Buchstaben einfach so merken. Oder wie bei C-Dur auch bei A-Moll, wenn man es nicht mehr weiß, kann man sich's einfach schnell wieder herleiten, hat dann die Schablone und geht dann von irgendwo, machen wir einfach mal G-Moll. So. Das heißt, von G-Moll müssen wir einen Ganzton hoch. Hier fangen wir an. Ganzton hoch. Halbton. Ganzton. Ganzton. Halbton. Ganzton. Und dann wäre wieder ein Ganzton da. Das ist G-Moll. So, und das kann ich mir, wie gesagt, immer wieder von A-Moll ableiten, wenn ich das möchte. Wenn ich das komplett vergessen habe, dann kann ich einfach ganz unbedarft hingehen und sagen, okay, hier habe ich dieses Muster von diesen 12 Halbtönen oder 12 Tonschritten, 12 Halbtönen. Okay, C-Dur, weiß ich, fängt hier unten an und sind nur weiße Tasten. Da kann ich mir das herleiten. A-Moll ist hier unten, hat auch nur weiße Tasten. Eine komplette Moll-Tonleiter für alle möglichen D-Moll, E-Moll, E-Is-Moll oder was auch immer, kann ich mir alles herleiten mit dieser Technik. So, warum genau diese beiden Beispiele, die ich da genommen habe, C-Dur und A-Moll, liegt daran, dass das Paralleltonarten sind. Und Paralleltonarten zeichnen sich dadurch aus, dass sie nämlich die gleichen Vorzeichen haben. Und im Falle von C-Dur und A-Moll haben die einfach nur die weißen Tasten, die haben überhaupt keine Vorzeichen. Vorzeichen wäre, wenn ich aus dem C hier ein Cis mache. Oder aus dem D ein Des, wenn ich hier so runtergehe. Bei Moll gehe ich immer runter. Das vielleicht einfach noch dazu gesagt. Bei Dur gehe ich ja immer hoch und verleihe dann dem nächsthöheren Halbton, wenn es eine schwarze Taste ist, ein Is hinten dran. Und bei Moll gehe ich immer runter. Es geht abwärts. Ist immer ein ES. Also S geht abwärts. Immer ein S. Das heißt hier D, Des, E, S, G, Ges, A, AS, B wäre BS zum Beispiel. Oder BES. Das ist im internationalen kein. sagt man nicht BS, sondern eigentlich B-Flat zum Beispiel. Quatsch, doch B-Flat. Oder? Jetzt bin ich gerade. Nee, ich bin mir nicht ganz sicher. Da müsst ihr selber nochmal gucken, wie das im Englischen dann nochmal ganz genau heißt. So. Jetzt aber nochmal zu dem, warum C-Dur und A-Moll? Die stehen in einem bestimmten Zusammenhang zueinander. Nämlich Paralleltonarten, wie gesagt, haben immer die gleiche Menge oder die gleichen Vorzeichen. Das heißt, die C-Dur hat genauso viele Vorzeichen wie A-Moll, nämlich gar keine. Und die Paralleltonart bekomme ich immer raus, indem dass ich von der C zur Moll Tonart, S geht bergab quasi, immer drei Halbtöne runter gehe. Das heißt, bei C-Dur fange ich hier mit dem C an und gehe dann drei Halbtöne runter. Eins, zwei, drei, bin dann bei A und habe dann die Moll-Tonart, die Paralleltonart zu C-Dur, die Moll-Parallele zu C-Dur. Und bei der Moll-Tonart, bei der A, gehe ich einfach drei Halbtöne hoch und habe die C-Dur-Paralleltonart. Also 1, 2, 3. So, das war jetzt eine Menge Stoff. Eigentlich ist das total einfach. Das heißt, ich wiederhole das Ganze nochmal. Wir haben hier auf der Tastatur Muster, sich wiederholende Muster, die verschiedenen Oktaven. Eine Oktave hat immer 12 Halbtöne. Innerhalb dieser 12 Halbtöne gibt es dann die entsprechenden Tonarten und die bestehen immer aus 7 Tönen und die wiederholen sich dann auch immer und die nächstgelegene Wiederholung ist dann immer die Oktave, also der achte Ton, der danach folgt, egal ob
hoch oder runter. Das heißt, wenn ich hier C-Dur habe, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und dann fängt die Wiederholung hier oben bei 8 an. Dann habe ich bei der Dur oder bei den Molltonarten, bei der Dur-Tonart nehme ich die C-Dur, das sind nur die weißen Tasten hier. Und bei den Molltonarten nehme ich hier nur die, auch die weißen Tasten, aber ich fange halt an bei einer anderen Note hier an. Die Notennamen sind im Prinzip einfach nur das Alphabet. A, B, C, D, E, E, F, G, dann wieder A, B und so weiter. Und das B ist eine internationale Bezeichnung. Im Deutschen heißt das einfach H wie Heinrich. So. Und bei den Dur-Tonarten habe ich dann immer ein bestimmtes Schema, wonach Dur aufgebaut ist. Und das kriege ich einfach raus, indem dass ich die Halbtöne bzw. mir eine Schablone zurechtlege, die ich hier einfach bei C-Dur oder bei A-Moll ablesen kann. Also Ganzton, Ganzton, Halbton, Ganzton, Ganzton, Ganzton und dann wieder Halbton. Oder bei Moll, Ganzton, Halbton, Ganzton, Ganzton, Halbton, Ganzton, Ganzton, Ganzton. Achso, ich bin schon längst drüber. Hier war fertig gewesen. Also Ganzton, Halbton, Ganzton, Ganzton, Halbton, Ganzton und die Oktave wieder Ganzton. Steht auch noch oben auf dem Bildschirm. So. Und wenn ich eine Dur-Tonart habe, wie zum Beispiel C-Dur, und ich möchte die parallele Molltonart haben, dann gehe ich einfach von dem Anfang der Dur-Tonart 3 Halbtöne runter und habe dann die entsprechende Molltonart. Und das ist so total einfach, weshalb ich überhaupt nicht verstehe, dass es Leute gibt, die den Quintenzirkel so favorisieren. Aus meiner Sicht ist der Quintenzirkel mega schwierig, weil man da einen Haufen Zeug auswendig lernen muss. Und wenn man das Ganze einfach mit dieser Art angeht, muss man einfach nur drauf gucken oder zur Not auch nur noch fühlen können. Und schon kann man sich alles herleiten, ohne überhaupt den Quintenzirkel jemals gelesen, gehört oder auswendig gelernt zu haben. So, das ist alles zu diesem Thema. Das war eine Menge Stoff, aber im Endeffekt, wenn ihr nochmal drüber nachdenkt, völlig einfach. Und ihr könnt jetzt einfach die Noten benennen, wie sie heißen. Ihr könnt jede Dur-Tonart spielen und ihr könnt jede Moll-Tonart spielen, die ihr spielen wollt. Und wenn ihr eine Tonart spielt, die 7 Töne hintereinander hoch oder runter, ist das einfach nur eine Tonleiter, eine Skala. So, ich hoffe, das hat euch was gebracht. Ich hoffe, ihr fandet es hilfreich und ich würde mich wahnsinnig drüber freuen, wenn ich Feedback von euch kriegen würde. Schreibt es mir in die Kommentare, ob ihr das schon kanntet, ob ihr nach einer anderen Methode das gelernt habt oder ob ihr das überhaupt jemals gelernt habt oder ob euch das neugierig gemacht hat, einfach ein bisschen mehr darüber zu erfahren. Und ich könnte dazu dann zum Beispiel auch noch mal ein kleines Video zum Beispiel über Akkorde machen, wenn ihr das möchtet. Sagt mir einfach Bescheid. Ich hoffe, es hat euch gefallen und hoffe, ich sehe euch im nächsten Video wieder. Bleibt gesund, macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.